Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja gesagt, dass wir die Jagdquest machen wollten, ne? Die noch offen ist. Aber bevor das soweit ist, können wir noch ein kleines bisschen mit Landwirtschaft machen. Da würde ich sagen, dass wir das jetzt mal in Angriff nehmen, bis die Zeit dran ist, dass wir auf die Jagd gehen können. Ich werde mir jetzt die nötigen Sachen holen. Ich weiß gar nicht, ob ich ein einfaches Säckchen einstecken habe. Ja, eins habe ich. Habe ich auch Leder einstecken, dass ich mir zur Not noch mal ein neues machen kann. Ich mal hier gucken, geht schneller vielleicht. Ich schleppe wieder die ganzen Schüsseln mit mir rum. Ja, Leder habe ich auch einstecken. So, dann. Hier sind wir gar keine einfachen Säckchen mehr da. Oh! Ja, dann müssen wir das doch gleich sofort machen hier. Dann stellen wir mal 40 her. So. Und wir packen hier mal 30 rein. Die anderen nehme ich mir mal mit, falls ich die brauche. Und wie sieht das aus mit Leinsamen? Weil da habe ich genug einstecken. Okay, so, das Section ist auf der 7, das ist in Ordnung. Dann geht's mal los. Da helfen wir unseren Leuten hier mal schnell ein bisschen in der Landwirtschaft mit. Denn ich habe gesehen, dass hier noch gar kein Flachs auf dem Feld ist. Und wir haben ja früher. Und da kommt ja der Flachs aufs Feld. So, jetzt haben wir es. Wir haben ja schon lange keine Landwirtschaft mehr gemacht. Ich denke, da können wir das ja auch mal wieder machen, ne? Wir waren jetzt immer viel unterwegs. Und haben hier eigentlich gar nichts mehr mitgemacht. Wir haben viel gebaut. Ja, war ja auch wichtig. Aber ein bisschen Landwirtschaft, das haben wir ja nun schon wirklich lange nicht gemacht. Das ist dann auch mal wieder schön, wenn man das macht. Ist ja auch ein bisschen entspannt, ne? So, da hätten wir das Feld jetzt geschafft. Und da gucken wir gleich mal hier. Das sieht mir auch aus, als wäre das Flachs, ne? Ah, oh, hier ist es schon. Aber gut, da haben sie noch nicht alles geschafft. Wie weit haben sie es denn? Na, dann machen wir hier weiter, ne? Ja, es ist Flachs, genau. Fleißig sind sie ja, die Leute hier, ne?
Und irgendwann ist ja auch mal Feierabend und ja, dann machen wir das jetzt hier. Da helfen wir mal ein bisschen mit aus. Man sagt ja auch immer so schön, viele Hände, schnelles Ende, ne? So, es müsste dann auch bald soweit sein, dass wir zur Jagd gehen könnten. Ich denke mal so ab 20 Uhr, ne? Naja, es ist bald. Da werden wir sehen, was wir wieder jagen sollen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das wieder Wildschweine, Wölfe oder Bären sind oder alles dreis, ne? Ja. Na, du musst auch sehen, Junge. So. Flachsfelder haben wir ja ziemlich viele, ne? Ja, jetzt sehen wir's. Jetzt können wir gleich jagen gehen. Das werden wir dann auch gleich machen, wenn das Feld hier fertig ist. 9 Tiere. Naja, das lohnt sich ja wieder. Das lohnt sich wieder. So, da haben wir's. Okay, dann rüsten wir uns mal aus. Und da gehen wir jetzt zur Jagd. Ja, hier haben sie es gemacht. Ja. Hier ist alles drauf. Genau. Hafer. Genau. Weizen. Der Roggen ist im Herbst dran. Flachs müssten wir hier noch drauf machen. Ja. Aber das können wir vielleicht ein andermal machen. Wir gehen jetzt erstmal jagen. Entschuldigung, je nachdem, wie schnell wir damit jetzt durch sind, könnten wir ja noch ein bisschen Landwirtschaft machen. Aber wir gucken jetzt erstmal, was uns jetzt hier im Wald erwartet. So, dann machen wir mal eine Schnellspeicherung. Na, dass wir nicht nochmal alles von vorne machen müssen. Na, ich glaube, da hinten hat es schon rot geleuchtet. Ja, da haben wir schon das erste Schwein. So. Genau. Aber wo eins ist, ist meistens noch mehr, ne? Wenn wir jetzt hier die ganzen Sträucher vor der Nase haben, ja, da ist noch eins, seht ihr das? So. So, na ja, dann gucken wir mal weiter, ne? Ja, es können es auch Wölfe sein. Ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht wieder über Lager stolpern, ne? Über diese Wegelagerer hier. Was?
Ja, bis jetzt sehe ich ja keinen Wolf. Ach so, das ist Deniser. Ich dachte jetzt schon. Ich bin auch schon paranoid, ja. Was ist da hinten? Das ist ein Fuchs. Aber da haben wir schon den Wolf, ne? Mal gucken, dass man hier noch einen in den Rücken fällt. So, den einen haben wir. Erstmal ist ja keiner weiter, soweit ich das jetzt hier sehe. Nee, ne, das sind alles friedliche Tiere. Gut, dann gehen wir mal Richtung Rollnitzer in den Wald. Dort sind auf jeden Fall auch immer mal Wölfe anzutreffen. Oh, ich muss ja auch mal aufpassen. Hier können sie ja auch sitzen, ne? Aber ich sehe kein Feuer, also gehe ich mal von aus, dass hier niemand ist. Nö. Ich glaube, das hätten wir schon gesehen. Okay. So, ich werde mal hier schnell ins Wasser springen. Es war unsinnig, wenn wir immer noch weiter jagen gehen müssen. Aber zum einen hat Rasi Durst und zum anderen bin ich echt extrem dreckig. Ne? So. Gehen wir ein Stück unter Wasser, so, okay, und dann müsste das passen. So, da ich ja wie gesagt paranoid bin, speichern wir nochmal. Ja, da hinten leuchtet es doch schon, seht ihr schon wieder einen Wolf. Noch woanders? Ja, zwei sind da, okay. Eins. Zwei. Meistens sind hier drei, aber ich sehe jetzt keinen weiteren, oder? Nee. So, da haben wir fünf Tiere schon mal gefunden. Die anderen vier müssen wir noch ranholen. Jo. Dann gucken wir mal. Ich guck mal in Rollnitzer ganz schnell vorbei noch. Wenn ich jetzt einmal hier bin. Könnten wir ja mal gucken, ob wir hier noch jemanden Brauchbares finden. Die sitzen ja eh hier am Lagerfeuer. So, wer seid ihr denn hier? Oh, hier, sie ist gut in der Gewinnung, Landwirtin und eine Fischerin. Die andere ist eine Jägerin und ja.
Gucken wir mal. 30 ist sie. Hm. Worin bist du denn besonders begabt? Ich mag einfache, harte Arbeit, weil sie mein Blut schneller fließen lässt und meine Muskeln schützt. Also sie ist in der Gewinnung gut, ne? Und Schwierigkeiten, die ist keine Jägerin. Ja, es ist klar, das habe ich ja gesehen. So, 30, jetzt muss ich mal gucken. Haben wir denn... In der Jägerlandwirt, die sind besetzt. Da müssen wir mal hier unten gucken. Wir haben hier noch... Das ist eine Frau, okay. Und hier ist niemand. Aber weißt du was? Ich nehme die trotzdem mit. So. Komm, du gehst mit mir mit. Und da setze ich dich in das leere Jägerhäuschen da rein. Hier. So. Und jetzt muss ich noch mal gucken. Ja, Gewinnung. Gewinnung, Landwirtschaft und Fischerei. Wo habe ich denn noch Platz? Wenn ich jetzt in die Gewinnung gucke, haben wir denn da noch irgendwo ein Plätzchen frei? Hier gucken. So, ja, hier, der Brunnen ist... Hä, wieso ist denn der Brunnen nicht besetzt? Ach so, das ist ja an der... Ja, alles klar. Ist ja an der... Im Bergarbeiterdorf. Okay. Naja. Dann könntest du ja mit in den Grabungsschuppen gehen. Dann machen wir das doch. Wo hatte ich dich hingesetzt? Moment. Ach Gott. Ich bin wieder total verpeilt. In das Haus habe ich sie gesetzt. Genau, die Dobrovo, ja, genau. Die soll einen Arbeitsplatz kriegen. Das ist hier. Jetzt will ich Gewinnung. Meine Güte. Kriegen wir es denn heute noch gebacken? Der Grabungsschuppen ist da. Genau, dann gehst du dorthin. Dobrovo, ja, hier. Okay, so. Gut, und du warst ja nichts. So, da gehen wir jetzt rüber nach Tutki in die Richtung in den Wald rein. Da gibt es ja auch nochmal Wölfe. Da gibt es auch Wildschweine dann dort auf der Ecke irgendwo. Und ja, ich hoffe, dass wir das jetzt ganz schnell noch gebacken kriegen. Ne? Wir brauchen ja Steine, wir brauchen Ton, wir brauchen alles. Und da ist der Grabungsschuppen jetzt voll besetzt, da sollte das eigentlich ganz gut gehen, ne? Dass wir dann die nötigen Sachen, die wir so brauchen, auch bekommen. So. Da liegt schon wieder Fässer rum, haben wir die schon angeguckt? Ja, hatten wir, gut. Alles klärchen. So, dann machen wir uns mal auf in den Wald, ne? Ja. Na, so. Oh Gott. Ich war erschrocken vor einem Reh, das kann ja wohl nicht angehen. Meine Güte. Ja. So kann es auch sein, dass man mal von einem Reh erschrickt. Die Luchse, ne, was ist ein Fuchs?
Der Luchs, ein Fuchs. Ja, eigentlich sollte es hier Tiere geben. Der aber keins. Okay, oder nicht. Dann. Wo bin ich denn jetzt hier? Dann gehen wir halt mal hier in den Wald rein, ne? Hier drüben müsste es doch dann auch Wildschweine oder sowas geben. Ich wollte gerne noch diese vier Tiere mit euch jagen. Ein Bär, Hilfe! Den müsste ich zwar auch. Hey, den müsste ich zwar auch jagen oder könnte ich jagen. Kommt der hinterher? Ja, der kommt hinterher. Oha. Autsch! Kommst du mir bis ins Dorf hinterher? Ja, kommt er. Jei. Rasi! Nein. Der kommt bis ins Dorf mit. Oh, da muss ich mich jetzt mal ganz schnell heilen. Das ist ja nun mal ganz heftig hier, dass wir hier jetzt einen Bären gefunden haben. Naja, vielleicht können wir ihn auch platt kriegen, ne? Um uns jetzt wieder richtig heilen und aufpassen, wo er rumrennt. Getroffen hat man ja schon, ne? Ja, der rennt da oben rum. Werden wir erstmal wieder meinen Pfeil zusammensuchen hier. Da ist auch noch ein Eisenpfeil. Na gut, dann machen wir's. Du willst es so, du kriegst es so. Okay. Darauf war ich jetzt ja gar nicht gefasst. Wo bin ich denn hier überhaupt? Bei Branitzer. Ah, da weiß ich das, wo das ist. Alles klar. Wo muss ich denn jetzt hin? Nee, hier will ich ja nicht hin. Ich bin wieder mal total planlos unterwegs, ne? Aber so kennt man mich. Was ist jetzt das hier für ein Nest? Wo geht's da lang? Baranitzer geht's hier. Ach ja, ich weiß. An meinem Bergarbeiterdorf bin ich hier in der Nähe. Genau. Da hat's mich hierhin verschlagen. Na so, was. Naja, noch drei Tiere und dann würde ich sagen. Gehen wir nach Hause, ne? Es wird ja schon wieder hell. Eigentlich müsste doch hier in dem Waldstück, müsste es doch Wildschweine geben, hatte ich gedacht. Oder? Meistens rennen die doch hier auch rum. Aber was ich hier gerade sehe, ist... Doch, da hinten ist was. Da hat es gerade rot geleuchtet. Wo bist du denn? Da. Naja. So, Nummer 1. Eieiei, noch 2. Meistens rennen wir hier. Da ist noch 1. 2. Okay, dann hätten wir es doch.
So, Nummer 1. Und ich nehme auch noch mit. Komm. So, und damit haben wir's. Steinmesser kaputt, na sowas aber auch. So, wo ist das andere Tier? Da. So, jetzt essen wir aber mal schnell einen Happen hier. Zwei Fladenbrote und von mir aus den letzten Käse. Was zu trinken haben wir auch. Jawohl, haben wir. So. Und ja, da gehen wir jetzt wieder nach Baranica zurück. So. Gehen wir erstmal in unser Bergarbeiterdorf. Machen uns dort ein bisschen frisch. Dann geben wir am nächsten Morgen, der ja jetzt schon angebrochen ist, aber dann auch die Quest ab. Ne? Das kann ich dann aber alleine machen, da müsst ihr ja nicht dabei sein, denke ich, da wird auch nichts mehr passieren. So. Okay, da sind wir angekommen. Hier ist die Waschschüssel. Und da haben wir uns jetzt frisch gemacht. Wir setzen uns jetzt hier ans Lagerfeuer. Ruhen uns von der Jagd aus. Und Rasi könnte sich ja eigentlich, wenn er hat, ein Roggenbier gönnen nach dieser Jagd. Und damit verabschiede ich mich wieder von euch, meine Lieben, und wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und natürlich danke ich euch fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns. Tschüss!